In dieser Woche drohte die Stimmung auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa zu kippen. Mehr Flüchtlinge als Einwohner, die Inselbewohner wütend und ratlos. Solange Gaddafi in Libyen fest im Sattel saß, hatte er die Flüchtlinge aus Nordafrika an ihrer abenteuerlichen Überfahrt nach Lampedusa gehindert, gegen viel Geld, auch aus Italien. Jetzt aber fällt Gaddafi als skrupelloser Verbündeter weg und an den Südküsten Europas wird eine gewaltige Flüchtlingswelle erwartet. Als es auf Lampedusa jetzt brenzlig wurde, stattete Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi, stets für Showeinlagen gut, der Insel einen Blitzbesuch ab. Dabei brachte er eine Problemlösung eigener Art mit. Er will ab sofort Inselbewohner sein, wie Mira Bartelmann berichtet. Der Hafen von Lampedusa, streng bewacht. Über 3000 Flüchtlinge aus Nordafrika warteten hier noch gestern auf ihren längst überfälligen Abtransport. Wohin genau, weiß keiner. Viele fürchten, dass sie in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Die Nerven liegen bei vielen blank. Immer wieder werden Feuer gelegt. Die Behörden haben größte Mühe, die aufgebrachte Menschenmenge zu beruhigen. Vor der Insel liegen zwar Fähren für die Überfahrt ans italienische Festland, doch der seit Tagen anhaltende starke Wind macht ein Anlegen im Hafen unmöglich. I don't know anything. Wir bekommen hier keine Informationen. Alle wollen nur noch weg hier. Es ist die Aussicht auf eine weitere Nacht auf dem Berg hinter dem Hafen, die die Flüchtlinge so wütend macht. Weder gibt es hier feste Überdachungen noch Decken oder sanitäre Anlagen. Stattdessen müssen die Menschen unter Plastikplanen ausharren, umgeben vom Gestank aus Urin, Kot und Erbrochenem. Doch auch bei den Einheimischen ist die Stimmung gekippt. Seit Tagen befinden sich mehr Flüchtlinge als Anwohner auf Lampedusa. Gerüchte über gewalttätige Übergriffe auf die Anwohner häufen sich. Die Empörung über die unhaltbaren Zustände schürt zunehmend auch die Wut auf die eigenen Politiker. Die Regierung tut nichts für uns. Wir zahlen unsere Steuern und sie setzen sich überhaupt nicht für uns ein. Die lassen uns hier am langen Arm verhungern. Das hat dann auch Silvio Berlusconi endlich verstanden und meldete sich für Mittwoch zum Spontanbesuch an. Der Bürgermeister von Lampedusa versucht, die Insulaner vor dem Rathaus zu beschwichtigen. Sie sollen ihre Plakate herunternehmen. Wo sind unsere Rechte? Wir befinden uns in der Vorhölle. Wo ist unsere Regierung? Schande auf die Regierung. Solche Beschimpfungen will er Berlusconi nicht zumuten. Der Auftritt des Regierungschefs dauert nur 15 Minuten. Berlusconis Rede ist gespickt mit Versprechungen. Eine lautet: Innerhalb der nächsten 48 bis 60 Stunden würden alle Flüchtlinge von der Insel weggebracht. Und dann hat er noch eine geniale Idee, die aus einem Lehrbuch für PR-Strategen stammen könnte. Gestern habe ich mich gefragt, wie kann ich die Lampedusa überzeugen? Ich habe mir gesagt, ich muss auch ein Lampedusa werden. Ich habe ein schönes Haus gefunden an der französischen Küste. Pardon, an der Cala Francese. Es heißt Due Palme und ich habe es gekauft. 15 Minuten voller Verheißungen und Berlo hat die Insulaner in der Tasche. Die Cala Francese liegt nur 1 Kilometer vom Hafen entfernt und ist eine der schönsten Buchten der Insel. Berlusconi hat sich hier das Filetstück samt Villa gesichert. Rosa Licciardi ist stolz auf ihre neue Nachbarschaft mit dem italienischen Regierungschef. Ich glaube, was er gesagt hat. Ich glaube, dass etwas unternommen wird. Ach, keine Ahnung, zu wie viel Prozent ich ihm glauben kann. Der sizilianische Baron, dem Berlusconi die Villa für 1 Million Euro abgekauft haben soll, hat hier angeblich früher wilde Partys geschmissen. Eine Tradition, die der italienische Regierungschef fortsetzen könnte. Den Anblick der Flüchtlinge nur 1 Kilometer weiter ersparte sich Mr. Bunga Bunga, wie die Italiener Berlusconi seit dem Bekanntwerden seiner Sexpartys gerne nennen. Heute Morgen hatte sich der Wind gelegt und der Abtransport der Menschen konnte beginnen. Aber auch wenn diese Fähren ausgelaufen sind, allein heute Nacht und am Vormittag sind bereits 5 Boote mit 249 neuen Flüchtlingen aus Nordafrika angekommen. Wie er das Problem langfristig lösen will, hat Berlusconi den Lampedusern nicht verraten. Auf der Insel geht die Angst um. Ein Podcast von das Erste.de.